Tore in der Nachspielzeit. Die Nachspielzeit gehört auch zu einem Spiel mit dazu. Und ich glaube, das zeichnet auch diese Mannschaft aus, dass wir immer weitermachen, dass wir bis zum Ende alles versuchen. Und das zahlt sich dann in solchen Toren aus. Schon wieder sehen wir uns und wieder nach dem Tor. Großartiges Gefühl, ein wunderschönes Tor noch dazu. Ist das so dein Ding geworden, nicht bloß der Sprinter außen? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mein Ding so ist, aber es ist ein einstudierter Ablauf. Ja, wir haben unter der Woche Abschlüsse gemacht mit dem Trainer. Von dem her glücklich, dass es dann auch genauso geklappt hat. Das Tor fiel relativ früh und dann kommt die alte Phase. Bekannt bei Energie, dann wird wieder zu locker rangegangen und am Ende schluckst du dann noch einen Ausgleich kurz vor der Pause. Muss man sich da selbst was vorwerfen? Also ich glaube nicht, dass wir das dann zu locker nehmen. Das glaube ich ist nicht der Fall. Da war auch viel Pech dabei, muss man ehrlich sagen. Das war ein Standard. Wir haben bis dahin gar nichts zugelassen. Das ist der erste Torschuss, der reingeht. Das ist immer noch in dieser Phase, in der wir immer noch stecken, wo noch nicht alles gelingt, dass dann genau dieser erste Torschuss eben auch drin ist des Gegners. Ansonsten fand ich, haben wir das gut wegverteidigt. Wir hatten auch einige Chancen heute, auch wenn das spielerisch nicht unser bestes Spiel war. Hätten wir trotzdem viel mehr Tore machen können. Von dem her ein völlig verdienter Sieg. Aber es dauerte denn doch bis in die ewige Nachspielzeit. Aber ihr habt nie nachgelassen. Das zeichnet euch ja aus, nicht nur heute. Ganz genau. Und Tore in der Nachspielzeit. Die Nachspielzeit gehört auch zu einem Spiel mit dazu. Und ich glaube, das zeichnet auch diese Mannschaft aus, dass wir immer weitermachen, dass wir bis zum Ende alles versuchen. Und das zahlt sich dann in solchen Toren aus. Und es war, glaube ich, auch sehr, sehr anständig vom Schiedsrichter, nicht, dass der so eine lange Nachspielzeit angeordnet hat. Denn es gab ja doch einige Unterbrechungen, auch Spielverzögerungen seitens der Gäste, muss man auch sagen. Dann sollen sie sich mal nicht beklagen, nicht, dass es dann in der 6., 7. Minute in der Nachspielzeit passiert. Definitiv. Also wer so oft am Boden liegt und da Zeit rausholen will bei Abstößen etc., der braucht sich dann auch nicht wundern, wenn es 8 Minuten Nachspielzeit gibt. Als wir uns vorgestern hier im Tunnel getroffen haben, hast du gesagt, ja, bin wieder gesund. Ist es wieder soweit? Kannst du auch zum Dienstag zählen dann mit dir? Ja, natürlich. Also ich bin fit, zu 100% wiederhergestellt. Das dauert immer noch einen Tick länger nach einer längeren Erkältung und Erkrankung. Das hat man bei einigen heute bei uns gesehen. Aber wir sind wieder auf einem guten Weg, uns an die 100% dran zu arbeiten. Dann geht man den Weg schön weiter. Am besten gleich am Dienstag, ne? Dankeschön, danke.